Ist mein Produkt eine Patentverletzung? Greife ich mit meinem Produkt in ein fremdes Patent ein? Ich bin Rolf Klesen, Partner bei Freischem & Partner, und in diesem Video geht es darum, ob Sie mit Ihrem Produkt in fremde Patente eingreifen, wie Sie das herausfinden können, was das kostet. Mehr in diesem Video. Wenn man die Originalware vom Originalhersteller kauft, dann sind die Rechte des Originalherstellers in der Regel erschöpft. Das heißt, der Originalhersteller kann dann, wenn man die Originalprodukte erworben hat, nicht mehr gegen einen vorgehen. Und dann gibt es natürlich noch viele andere Fälle, und auf die will ich hier eingehen. Wie kann ich eigentlich herausfinden, ob ich in fremde Patente eingreife? Dazu ist die sogenannte Freedom to Operate Recherche da, die FTO-Recherche. Und ich erkläre mal ganz kurz, wie man die durchführt. Ich habe also ein ganz konkretes Produkt, und dieses Produkt kann ich mir ansehen und will dann herausfinden, greift dieses Produkt in fremde Patente ein oder nicht. Ich kann natürlich nicht alle 120 Millionen Patente durchsehen und muss diese Recherche irgendwie beschränken. Wie beschränke ich die Recherche sinnvoll? Ich beschränke die Recherche erstmal auf diejenigen Länder, in denen ich überhaupt tätig bin. Nehmen wir an, ich verkaufe auf Amazon.de und verkaufe nur in Deutschland, dann muss ich mir deutsche Patente, europäische Patentanmeldungen und Patente und sogenannte PCT-Anmeldungen ansehen, weil die eben auch zu deutschen Patenten werden können. Dann kann ich die Zeit der Patente, den Anmeldetag, einschränken, denn Patente sind immer nur 20 Jahre gültig und es gibt eine sogenannte Prioritätsfrist von einem Jahr. Das heißt, ich kann in irgendeinem Land der Erde ein Patent anmelden und dann innerhalb eines Jahres noch eben in anderen Ländern, und zur Sicherheit wähle ich dann also den Zeitrahmen auf 21 Jahre. Ich gucke mir also nur die Schutzrechte an, die in den letzten 21 Jahren angemeldet worden sind. Dann kann man die Recherche vielleicht auf die 5 bis 10 wichtigsten Wettbewerber beschränken. Das ist eine etwas riskante Beschränkung, aber mit dieser Beschränkung fallen aus meiner Erfahrung so wenigstens 95% aller Treffer aus der Recherche raus und man muss viel weniger Schutzrechte ansehen. Und aus meiner Erfahrung ist es auch so, dass eigentlich nur die größeren Player in einem Markt die Patente auch tatsächlich durchsetzen. Man riskiert dann natürlich, dass ein zum Beispiel Einzelerfinder, der eben nur ein Patent hat, dass der dann sein Patent durchsetzt gegen einen. Das Risiko muss man dann eingehen, wenn man diese Beschränkung vornimmt. Dann kann man die Recherche vielleicht noch auf das bestimmte technische Gebiet einschränken. Wenn ich also ein Haarwaschmittel produziere, dann brauche ich mir keine Patente zu Motoren ansehen. Und alle Patente sind in sogenannte IPC-Klassen eingeteilt. Das sind so eine technische Klassifikation. Und da kann ich mir dann eben die passende Klassifikation raussuchen und dann fallen nochmal 95% der Patente raus. Ich will nachher mit diesen Einschränkungen erreichen, dass ich eben vielleicht nur noch 10, vielleicht nur noch 50 Patente ansehen muss. Denn Sie können sich vorstellen, wenn ich mir eben als Patentanwalt eben diese ganzen Treffer ansehe, dann kostet das Zeit und damit Geld. Und je weniger Patente ich ansehen muss, je günstiger wird es. Man kann so über den Daumen gepeilt sagen, dass es ungefähr so pro angesehenem Schutzrecht so zwischen 200 und 500 Euro vielleicht kostet im Schnitt, weil ich eben die Patente eben komplett einmal die Patentansprüche lese, aber dann auch die Beschreibung lese, um eben die Patentansprüche richtig interpretieren zu können. Und bei manchen Patenten geht das eben sehr schnell, weil ich einfach feststelle, die sind gar nicht mehr in Kraft. Und bei manchen dauert es sehr lang, weil es eben sehr umfangreiche Patente sind. Sie werden sich gewundert haben, warum ich nicht mit Keywords, also mit Stichworten, die Recherche beschränke. Das ist ganz einfach, denn die Patente sind natürlich in allen möglichen Sprachen verfasst. Und wenn ich die zuverlässig beschränken wollte mit Stichworten, sagen wir mal Haarwaschmittel, dann müsste ich einmal natürlich in der eigenen Sprache alle Synonyme für Haarwaschmittel, also auch Shampoo und andere Begriffe, alle genau auflisten, weil mir sonst vielleicht eben wichtige Patente durch die Lappen gehen. Und ich muss dann alle Synonyme für diesen Begriff eben in allen Sprachen, die relevant sein könnten, übersetzen und eben auch in die Recherche eingeben. Das Fehlerrisiko ist da also sehr hoch. Es gibt mittlerweile Datenbanken, die wir zum Beispiel auch einsetzen, wie wir setzen zum Beispiel Total Patent von LexisNexis ein.
die Maschinenübersetzung auf Englisch für alle Länder anbieten. Aber das sind erstens eben Maschinenübersetzungen, die vielleicht nicht komplett korrekt sind. Und zweitens übersetzen die Maschinen vielleicht den Begriff genauso, wie er im Wörterbuch steht, aber vielleicht hat er in dem Kontext einen ganz anderen Sinn und muss anders übersetzt werden, sodass man dann selbst, wenn man die Synonyme eingibt, vielleicht bestimmte Patente nicht findet. Also ich kann von der Einschränkung bei FTO-Recherchen auf Stichworte, davon kann ich nur abraten. So, Sie werden leicht überschlagen können, dass wenn ich mir 100 Schutzrechte angucke, dass das eben leicht 30.000, 40.000 Euro kosten kann. Deswegen muss man sich gut überlegen, macht es überhaupt ökonomisch Sinn, die ganzen Patente anzusehen und so eine Recherche durchzuführen? Was ist denn der Worst Case, der passieren kann, wenn ich aus einem Patent abgemahnt werde? Der Worst Case wäre, dass ich einmal die Gebühren des abmahnenden Anwalts tragen muss. Dann muss ich unterlassen, dann muss ich einen großen Teil des Gewinns herausgeben, den ich erwirtschaftet habe. Ich muss offenlegen, an wen ich wie viel vertrieben habe. Aber all das ist vielleicht günstiger als diese FTO-Recherche. Deswegen muss man das gut abwägen. Und wenn man eben ein Händler ist mit vielen hundert Produkten oder einfach sehr vielen Produkten, dann kann man das Risiko vielleicht einfach eingehen. Denn wenn dann ein Produkt wegbricht, dann kann man das leicht ersetzen. Wenn die eigene Firma nur von einem einzigen Produkt lebt und damit auch sehr viel Umsatz macht, dann kann es sinnvoll sein, so eine Recherche durchzuführen. So eine Recherche kann natürlich immer dann sinnvoll sein, wenn man einfach sicher sein will, dass man nicht in Patente eingreift, unabhängig jetzt vom ökonomischen Aspekt. Aber das ist eben eine wichtige Überlegung, die man anstellen sollte, bevor man so viel Geld für so eine Recherche ausgibt. In diesem Video konnte ich natürlich nicht auf alle Details eingehen, was jetzt Patentverletzungen angeht. Ich habe dazu aber auch separate Videos gemacht, wo ich die Links auch in die Shownotes packe. Ich hoffe, Sie konnten etwas mitnehmen aus diesem Video. Wenn Sie neu sind in meinem Videokanal und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal. Wenn Sie das Video gut fanden, dann drücken Sie doch auf Like. Fragen und Kommentare beantworte ich gerne hier unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss, schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.